Die Sicherheit von Frauen ist ein Thema, das in einer Vielzahl von Kreisen breit diskutiert wird. Jeden Tag kritisieren Stimmen aus der ganzen Welt den langsamen Fortschritt in diesem Bereich und beschweren sich über die niedrigen Strafmaße. Es genügt, sich ein solches Verfahren ins Gedächtnis zu rufen, um zu erkennen, wie widerwillig Ermittler und Richter sie übernehmen. Die meisten Länder haben dennoch Gesetze verabschiedet, die Frauen schützen und ihnen das Recht auf ein gewaltfreies Leben garantieren. Es gibt Protokolle, die so konzipiert wurden, dass Beschwerden im Zusammenhang mit Geschlechterfragen strenger und wirksamer behandelt werden. Wir haben jedoch noch einen sehr langen Weg in diese Richtung vor uns. Daher ist es so wichtig, den Menschen Beispiele für den Kampf um die Rechte und den Schutz von Frauen zu zeigen. Linda Loaiza wurde am 12. Dezember 1982 in der Stadt La Azulita im Bundesstaat Mérida in Venezuela geboren. Sie wuchs in einer traditionellen Familie aus den venezolanischen Anden auf, bestehend aus Vater Menzon López Mesa aus Kolumbien und der Mutter Paulina Soto Charlestre, ebenfalls kolumbianischer Abstammung, sowie 10 Geschwistern. Als Linda klein war, verbrachte sie viel Zeit im Freien und half im Familienunternehmen ihrer Eltern bei der Tierzucht aus. Dadurch entwickelte sie ein besonderes Interesse für Tiere und beschloss Jahre später, Landwirtschaft zu studieren. Am 27. Februar 2001 zog sie in die Landeshauptstadt Caracas, um Tierärztin zu werden. Niemand konnte sich vorstellen, dass das Schicksal von Linda ganz anders verlaufen würde. Weder sie noch ihre Verwandten hatten den Hauch einer Ahnung davon, was sich in der nächsten Zeit abspielen würde. Nur wenige Wochen nach dem Umzug in die Hauptstadt wurde Linda zur Hauptfigur eines Vorfalls, den man sich nur in einem der schrecklichsten Horrorfilme vorstellen kann. Am Morgen des 27. März 2001 wurde sie von Luis Antonio Carrera Almoina entführt. Wenn man von Luis spricht, sollte man seine Zugehörigkeit zu den prominentesten Vertretern der intellektuellen und politischen Elite Venezuelas nicht unbemerkt lassen. Luis war der zweite Sohn von Gustavo Luis Carrera Damas, einem bekannten Forscher, Schriftsteller und Universitätsprofessor, Mitglied der Venezolanischen Sprachakademie und Direktor der Offenen Nationalen Universität. Sein Onkel, Germán Carrera Damas, war ein wichtiger intellektueller Akademiker und bekannter venezolanischer Historiker. Zu der Familie gehörten außerdem Jerónimo Carrera Damas, Mitglied der Kommunistischen Partei Venezuelas, sowie Felipe Carrera Damas, ein Psychiater und Sexopathologe, der für seine Forschung über das sexuelle Verhalten der Bevölkerung Venezuelas bekannt und geschätzt war. Darüber hinaus war Felipe Carrera Damas der Gründer der Venezolanischen Gesellschaft für Sexualwissenschaftler. Pilar Armona de Codera, die im Jahr 2000 verstorbene Mutter von Luis, war auch eine bekannte Forscherin, Schriftstellerin und Professorin an der Fakultät für Geisteswissenschaften und Bildung in der Zentralen Universität von Venezuela. Die Tante von Luis, Laura Albon, Pilars ältere Schwester, war eng mit der Regierung von Präsident Chávez verbunden und beschäftigte sich mit der Entstehung kultureller Beziehungen im Zusammenhang mit dem Sozialismus. Luis war in höheren Kreisen als Agraringenieur, Ranchbesitzer und Sohn des Direktors bekannt. Dabei hatte er in Wirklichkeit weder eine anerkannte stabile Arbeit noch einen festen Wohnsitz. Vielmehr lebte er davon, dass sein Vater ihn mit Geld und Ansehen versorgte. Vater und Sohn hatten eine sehr enge Beziehung. Luis schien im Schatten seines Vaters zu stehen. Die beiden sprachen jeden Tag miteinander. In seiner Jugend besuchte Luis eine private Schule in der privilegierten Gegend in Ost-Caracas und wohnte auch eine Zeit lang in Frankreich. Sein geselliger Charakter und seine Fähigkeit, sich selbst zu präsentieren, waren zwei Merkmale, mit denen seine Freunde ihn beschrieben. Als Luis am 27. März die 18-jährige Linda mit einer Waffe entführte, war er 36 Jahre alt. Am Morgen des 28. März bemerkte Ana Cecilia López Soto, dass ihre Schwester nicht mehr zu Hause aufgetaucht war. Die beiden Frauen wohnten zusammen, denn sie waren mit demselben Ziel in die Hauptstadt gezogen, an der Universität aufgenommen zu werden. Als ihr auffiel, dass Linda nicht zurückgekommen war, wandte sie sich an die Polizei, aber dort wurde ihr gesagt, dass es noch zu früh sei, um mit der Suche zu beginnen. Bald darauf rief ein Fremder Anna an und sagte, dass ihre Schwester nicht mehr zurückkehren würde.
Als sie versuchte, diesen Mann zurückzurufen, war nur der Anrufbeantworter dran. Doch die Person, die diesen Anruf gemacht hatte, war der Entführer ihrer Schwester, Luis. Anna meldete sich mindestens 6 Mal bei der Polizei. Doch ihre Beschwerde wurde nicht ein einziges Mal überprüft. Die Polizisten beruhigten sie und behaupteten, dass Linda und Luis sicher ein Liebespaar waren und dass man sich nicht in ihre Beziehung einmischen sollte. Ab und zu rief Luis Anna an und sagte ihr, dass mit ihrer Schwester alles in Ordnung sei und dass sie jetzt lerne, im Modelgeschäft zu arbeiten. Am 26. Mai 2001 begannen die Behörden schließlich, die Beschwerde von Anna über Luis zu prüfen und begannen, ein Verbrechen zu untersuchen, das Todesdrohungen beinhaltete. Die Polizei versuchte, den Besitzer der Telefonnummer zu kontaktieren und hinterließ ihm mehrere Mitteilungen mit der Bitte, sich freiwillig bei den Behörden zu melden. An dem Morgen im März, wenige Wochen nach ihrer Ankunft in Caracas, verließ Linda das Natalie-Gebäude in der Pantheon Avenue in Caracas. Sie hatte einige Dokumente bei sich, die sie im Bildungsministerium abgeben wollte. Das Gebäude befand sich in einer Sackgasse, in welcher sich auch eine kleine Buchhandlung, eine Bäckerei und ein Baustoffladen befanden. Ein paar Schritte vom Ausgang des Gebäudes entfernt näherte sich ihr ein Mann von hinten. Mit der Pistole drohend schleppte er sie zu einem bordeauxroten Transporter. In einem heftigen Kampf drückte Luis Linda gegen die Fahrerseite der LKW-Kabine und stürzte sie zu Boden. Der Täter drohte dem Opfer mit dem Tod, zwang es in die Kabine und fuhr zu einem Hotel in der Nähe des Entführungsortes. Für Linda waren die ersten Minuten nach dem Angriff voller Verwirrung und Leid. Sie weinte und flehte den Mann an, sie gehen zu lassen. Aber was hätte sie tun können? Luis war doppelt so groß und körperlich überlegen. Er sah vertrauenswürdig und gesellschaftlich hochgestellt aus, verhielt sich aber aggressiv und war in Besitz einer Waffe, mit der er sie den ganzen Weg über bedrohte. Er sagte ihr, wenn sie sich wehren würde, würde er sie einfach töten. Luis brachte Linda zu einem Hotel namens Aventura. Vor dem Parken warnte er sie noch einmal, dass er sie töten würde, wenn sie versucht zu schreien. Danach steckte er die Waffe wieder in seine Jackentasche. Am Hoteleingang gab es eine Rampe, über die Autos zum Eingang der Lobby fuhren. Dort hielt Luis seinen Lieferwagen an. Bevor er ausstieg, sprach er auf Linda mit einem bedrohlichen und aggressiven Ton ein. Er befahl ihr, nicht zu weinen, nicht zu schreien und sich normal zu verhalten, denn sonst würde er sie töten. Das Zimmer, das er in dem Hotel gebucht hatte, war noch nicht vorbereitet. An der Rezeption wurden sie gebeten, etwa eine Stunde zu warten. Es war sehr riskant, im Hotel zu bleiben. Luis deutete Linda an, die Lobby zu verlassen, setzte sie ins Auto und sie fuhren zu Darabels Residenz in der Urbanisation Los Palos Grandes, in der sich die Wohnungen von Luis' Vater befanden. Bevor sie ausstiegen, drohte Luis Linda erneut. Diesmal umarmte er sie, um mit ihr vom Parkplatz zum Aufzug zu gelangen. Dort stießen sie auf 2 Frauen, die Luis kannten, und hielten an, um ihm Hallo zu sagen und ein paar Worte zu wechseln. Luis erzählte den Frauen, dass Linda seine Freundin sei und dass sie weinte, weil sie unnötig sentimental sei. Luis erfand, dass Linda beschlossen hatte, bei ihm zu wohnen, doch zugleich wäre sie traurig, weil sie ihre Familie verlassen müsste. In der Wohnung angekommen, beruhigte sich Luis ein wenig und begann, verschiedene Dinge in eine vorbereitete schwarze Tasche zu packen. Neben Videokassetten wurden ein Ledergürtel und einige Kleidungsstücke in die Tasche geworfen. Als der Täter mit dem Packen fertig war, war genügend Zeit vergangen und das Hotelzimmer sollte bereit sein. Damit Linda nicht davonlaufen würde, ließ Luis sie schwere Kleidung aufbügelnd und in Taschen tragen. Aber selbst als ihre Hände eine übermäßige Last zu schleppen hatten, hielt er sie den ganzen Weg vom Tor bis zum Parkplatz über an ihren Schultern fest. Als sie zum Hotel zurückkehrten und in ihr Zimmer kamen, untersuchte Luis schnell die Türen, Fenster, Vorhänge und die Badewanne darin. Während er das tat, bemerkte Linda eine Tür, die in den nächsten Raum führte. Sie dachte, sie könnte diesen Ausweg nutzen, um zu entkommen. Aber Luis sah ihre Absicht voraus und bat den Administrator, ihnen ein anderes Zimmer zu geben. Diesmal ließen die Mitarbeiter des Hotels sie nicht lange warten. Luis und Linda wurden sofort in Zimmer 303 gebracht. Genau hier begannen die Schreie, Beleidigungen und Schläge.
Luis drohte Linda und ihre ganze Familie zu töten, wenn sie ihm nicht gehorchen würde. So begann der Albtraum, der mehrere Monate andauerte. Luis hatte sein Handeln schon vorausgeplant, als wäre er Regisseur eines Horrorfilms. Er erklärte seinem Opfer, was es zu tun und zu sagen habe. Im Raum war alles vorbereitet. Die Sicherheitskette wurde ordnungsgemäß an der Tür angebracht, die Schlösser sicher verschlossen. Der Fernseher wurde bei voller Lautstärke eingeschaltet, um die Schreie der Frau zu übertönen. Die Vorhänge waren fest verschlossen und die Waffe war bereit, damit der Täter dem Opfer bei jedem Ungehorsam drohen konnte. Linda beschrieb ihre erste Entführungsnacht als grauenhaft. Doch vielleicht zwingen ihre Details dazu, auf andere Beschreibungen zurückzugreifen, die Horror, Schock und Verzweiflung beinhalten. Die Nacht war zweifellos grausam und widerlich. Die Prügel ging mit zunehmender Aggression weiter. Sie wurde von Demütigung, psychischer, verbaler und physischer Gewalt begleitet. 112 Tage lang wurde Linda schwer misshandelt. So vergingen fast 4 Monate. Zuerst spielte sich alles in diesem Hotel ab. Dann ging es in einer Wohnung östlich von Caracas in Los Palos Grandes weiter und jeden Tag tyrannisierte Luis sein Opfer. Er verstümmelte sie und machte sie zu seiner Sklavin. Am 19. Juli 2001 verließ Luis die Wohnung und vergaß, Linda Handschellen anzulegen. Nachdem sie ihre letzten Kräfte sammelte, konnte sie zum Fenster gelangen und schreiend um Hilfe bitten. Kurze Zeit später kamen Feuerwehrleute zum Gebäude, die auf den Balkon der Wohnung, in der sich Linda befand, klettern mussten. Als sie hereinkamen, entdeckten sie eine Szene, die Dante würdig war. Blutüberströmte Laken, Unordnung, Schmutz, überall herumliegende Sachen und Linda, die kaum 32 Kilogramm wog. Anna beschrieb das Wiedersehen mit ihrer Schwester im Krankenhaus. Wenn ihre Rettung auch eine Freude war, so halt die Erinnerung an die erste Begegnung mit ihr bis heute mit tiefem Schmerz in ihr nach. Die Zähne von Linda wackelten, die Augen waren schief, viele Haare verloren. Die Frau hatte ein Schädelhirntrauma. Der Körper war voller Blutätze, Prellungen und Verbrennungen durch Zigaretten. Sie hatte aufgerissene Lippen und einen verstümmelten Mund. Sie war Opfer von Schlägen geworden, die Verletzungen und Blutergüsse im Gesicht, an den Ohren, an Brust und Bauch verursacht hatten. Luis zwang sie zu konsumieren. Sie bekam fast kein Essen und erlitt andere Entbehrungen. In medizinischen Gutachten wurde festgestellt, dass sie unter anderem einen dreifachen Bruch des Oberkiefers, Riss der Lippen und Ohren, gebrochene Rippen, eine gestörte Augenausrichtung, abgerissene Brustwarzen, vaginale Risse und Verbrennungen durch Zigaretten am ganzen Körper hatte. Am Tag der Rettung vergingen 5 Stunden von der Ankunft der Behörden bis hin zur Übergabe von Linda an die Ärzte. Ihre Familie war schockiert. Lindas Gesundheit war so schlecht, dass sie jeden Moment sterben konnte. Während der Gefangenschaft war ihr Leben ständig in Gefahr. Nach der Rettung hatte sie 15 schwierige Operationen. 2 davon wurden an der Bauchspeicheldrüse durchgeführt. Solche Operationen stellen eine große Gefahr für jeden Menschen dar, besonders aber für eine junge Frau. Linda verbrachte mehr als 1 Jahr im Krankenhaus. Fotos von ihrem geschwollenen Gesicht mit geschlossenen Augenlidern, mit Verbrennungen an der Nase und mit einem verstümmelten, gebrochenen Mund füllten die Titelseiten der Zeitungen des von diesem Verbrechen erschütterten Landes. Wegen seiner Gräueltaten bekam Luis den Spitznamen »Das Monster von Los Palos Grandes«. Doch der eigentliche Kampf von Linda sollte erst beginnen. Nachdem sie diesen schlimmen Horror überlebt hatte, musste sie sich dem größten aller Dämonen stellen, der ausbleibenden Bestrafung. In einem Interview erzählte Linda, dass trotz der Anzahl von Narben an ihrem Körper ihre Hauptwunde immer noch blutete. Sie war formlos und schrecklich. Diese Wunde war nicht nur ihre, sondern auch die der anderen Frauen, die von Männern angegriffen wurden, während diese Männer weiterhin auf freiem Fuß sind. Wahrscheinlich war Linda nicht das erste und nicht das letzte Opfer von Luis. Seit sie gerettet wurde, änderte sich nichts in seinem Leben. Die Behörden ergriffen keine Strafmaßnahmen gegen ihn. Linda beschloss, dass die Gerechtigkeit siegen sollte und entschied sich, Rechtswissenschaften zu studieren.
Nach ihrem Jurastudium hatte sie ein Diplom in Rechtswissenschaften und einen Master in Menschenrechten. Linda behauptete wiederholt, dass der sozioökonomische Status des Monsters von Los Palos Grandes die Untersuchungsphase und die Gerichtsentscheidung stark beeinflusste. Außerdem musste sie einen 13-tägigen Hungerstreik erklären, nur damit das Gericht überhaupt stattfand. Es folgte ein 6-wöchiger Prozess, eine Anhörung, bei der es zu vielen Rechtsverletzungen, zum Missbrauch der gesellschaftlichen Stellung und zur fehlenden Aufmerksamkeit für die Aussagen von Zeugen kam. Es gab 2 mündliche Verfahren im Rahmen des venezolanischen Strafverfahrens, da das erste für ungültig erklärt wurde. In der 2. Anhörung wurde der Angreifer des Verbrechens wegen der Freiheitsberaubung und besonders schwerer Körperverletzung für schuldig befunden. Dabei wurde er aber nicht wegen Vergewaltigung angeklagt. Derzeit wird mit einer Revision des Prozesses wegen Vergewaltigung gerechnet. Ein herausragender sozioökonomischer Status war das Erste, was Luis Linda nach ihrer Entführung mitteilte, und er erwähnte auch die Position seines Vaters als Rektor. Während das Opfer in seiner Gefangenschaft war, wiederholte er täglich, dass das Ansehen seines Vaters und seine vielen Verbindungen ihm rechtliche Immunität garantieren würde. Von Anfang an war dieser Fall von der Verzerrung der Tatsachen und der Kriminalisierung des Opfers und ihrer Angehörigen befleckt. Zum Beispiel wurde ein elementares Verfahren, das die Durchsuchung des Tatorts, die Aufnahme von Fotos, das Sammeln von Beweismitteln und die forensische Untersuchung umfasst, nicht sofort durchgeführt, sondern erst nach 8 Tagen. Diese Komponenten des Prozesses wurden zunächst weggelassen. Dazu gehörten auch eine unvollständige Aufzeichnung der Augenuntersuchung des Opfers und das Verschweigen anderer Details. Das alles spielte natürlich gegen Linda und begünstigte den Täter. Es wurde festgestellt, dass Luis einen Komplizen hatte, seinen eigenen Vater, der regelmäßig von seinem Sohn Miete für die Wohnung in Los Palos Grandes erhielt, wo er Linda bis zum Ende ihrer Gefangenschaft festhielt. Während eines der Verfahren wurde Luis einer Untersuchung unterzogen, um festzustellen, ob er irgendwelche seelischen oder emotionalen Störungen hatte, die sein Verhalten und seine Handlungen erklären würden. Die Untersuchung ergab, dass der Angreifer keine Anzeichen einer psychischen Erkrankung hatte. Doch der Bericht enthielt Angaben, dass er asoziale Persönlichkeitsmerkmale, eine Unfähigkeit zur Empathie und eine geringe Toleranz gegenüber Frustration besaß. Im Oktober 2004 zog Richterin Rosa Gadis alle Anklagen gegen Luis zurück. In ihrer Aussage gab sie zunächst an, Linda sei geschlagen nach Hause gekommen, habe aber keine Beschwerde eingereicht, da sie selbst keine Dritten in den Fall einbeziehen wollte. In einer anderen Phase des Prozesses behauptete die Verteidigung, dass Linda ein leichtes Mädchen sei und dass sie den meisten Handlungen des Angeklagten selbst zugestimmt habe. In einem neuen Prozess wurde der Angeklagte wegen schwerer Körperverletzung und Freiheitsberaubung verurteilt. Der Fall von Vergewaltigung und versuchtem Mord wird noch immer verhandelt. Linda blieb auch nichts anderes übrig, als sich an die internationale Justiz zu wenden. Infolgedessen wurde ihr Fall von mehr als 90 Richtern und einem Dutzend Staatsanwälten angehört. Doch auch danach triumphierte die Gerechtigkeit nicht. Im Jahr 2007 wandte sich Linda an die Interamerikanische Menschenrechtskommission. In den folgenden Jahren rief diese Kommission sie etwa 3-mal zu stündlichen Anhörungen auf. 2015 wurde sie erneut aufgerufen. Der Vorsitzende der Kommission, José de Jesús Orozco Enríquez, erteilte Linda das Wort für ihre Aussage. In nur 10 Minuten erzählte Linda von den Schrecken, die sie in den Händen von Luis erlebte, und wie sie es schaffte, sich an die Menschen in der Nähe des Gebäudes zu wenden. Sie beschrieb auch den Moment ihrer Rettung und fasste den ganzen Weg dieser Jahre des Kampfes auf der Suche nach Gerechtigkeit zusammen. Jedes Mal, wenn er mich mit der Faust auf die Lippen schlug, sagte er, dass mich die Hand meines Vaters schlägt. Linda wurde zur Verteidigerin der Frauenrechte für ein Leben ohne Gewalt. Wer Opfer eines Verbrechens geworden ist, soll Justizschutz erhalten. Das ist es, wofür sie arbeitet. Liliana Ortega Mendoza, Leiterin der Organisation für den Schutz und die Förderung von Menschenrechten, erklärte ihrerseits, dass es in Venezuela eine doppelte Viktimisierung von Frauen als Objekte sexueller Gewalt gibt, die ihnen den Zugang zur Justiz erschwert.
Francisco Quintana, ein weiterer Vertreter von Linda, gab im Namen seiner Mandantin Erklärungen und Petitionen ab. Da die Antwort des Staates darin bestand, dass der schriftliche Prozess erschöpft sei und keine zusätzlichen Elemente gebe, die ihm hinzugefügt werden können, wurden keine Entscheidungen zu bestimmten Punkten getroffen, die Gegenstand einer Diskussion hätten sein können. Francisco Quintana bat die Kommission um eine Entscheidung im Wesentlichen, um die Mängel bei der Untersuchung, die Nichtanwendung interamerikanischer Standards in Bezug auf die Situation von sexuellen Opfern und die Misshandlung seiner Mandantin zu bewerten. In einem Referenzbericht empfahl die Kommission Venezuela, den Fall des sexuellen Missbrauchs, von dem Linda betroffen war, effektiv und mit angemessener Sorgfalt und in angemessener Zeit zu untersuchen, damit die entsprechenden Ermittlungen und Klagen auf der Grundlage der vom Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte festgelegten Standards durchgeführt werden. Außerdem wurde dem Staat empfohlen, geeignete administrative, disziplinarische und strafrechtliche Maßnahmen gegen die Handlungen oder deren Unterlassung von Amtsträgern zu ergreifen, die zu den Faktoren für eine Verweigerung der Justiz beigetragen haben. Darüber hinaus wurde der Staat gebeten, den Opfern, die danach bitten, kostenlose, sofortige medizinische und psychologische oder psychiatrische Hilfe zu gewähren, je nach den Umständen. Schließlich war die letzte Empfehlung, in Venezuela Mechanismen zur Verhinderung einer Wiederholung solcher Geschehen zu entwickeln, einschließlich gesetzgebender Verwaltungsmaßnahmen oder anderer Maßnahmen, die den Zugang zur Justiz für Frauen garantieren, die Opfer von Gewalt geworden sind. Außerdem sollte die nationale Politik wirksame Überwachungs- und Kontrollmechanismen zur Vorbeugung von Gewalt gegen Frauen schaffen. Im Jahr 2018 verurteilte der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte den venezolanischen Staat wegen verschiedener Menschenrechtsverletzungen gegen Linda und ihre Familie. Das Gericht stufte das Verbrechen gegen die Frau als sexuelle Sklaverei und Folter ein, die von einer Person begangen wurde, die Unterstützung und Schutz des Staates genießt. Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte stellte fest, dass der Grund für die Untätigkeit der Behörden in der unzureichenden und fahrlässigen Reaktion von Regierungsbeamten liegt, die, nachdem sie von dem Vorfall erfuhren, keine vernünftigerweise zu erwartenden Maßnahmen ergriffen, keine gebotene Sorgfalt gezeigt haben, um ein Verbrechen zu verhindern und auch durch ihre Handlungen den Aggressor beunruhigten. Der venezolanische Staat hielt das Urteil eines interamerikanischen Gerichts nicht ein. Linda kämpft weiter dafür, Gesetze für den Schutz von Frauen, Mädchen und Jugendlichen zu erhalten. Außerdem sagt sie, dass sie ihren Kampf fortsetzen wird, solange der Staat ihre Forderungen nicht erfüllt. Linda wurde 112 Tage lang von Luis Antonio Carrera Almoina, einem Mitglied einer elitären venezolanischen Familie, entführt, der noch immer auf freiem Fuß ist. Heute ist nicht bekannt, wo er sich befindet. Sie war nicht sein einziges Opfer. Bald wagte ein weiteres von ihnen zu sprechen, Sulima Hamilet. Es dauerte viele Jahre, bis die Frau die Angst vor allem, was sie erlitten hatte, und die Angst, Drohungen von dem Monster aus Los Palos Grandes zu bekommen, überwinden konnte. Neben der eigentlichen Aussage sprach sie über andere Frauen, von denen sie wusste, dass sie auch seine Opfer waren. Experten berichten, dass solche traurigen Ereignisse, wie sie Linda erlebt hat, nicht von der Zeit geheilt werden können. Im Gegenteil müssen die Opfer lernen, mit diesem Schmerz zu leben. Deshalb ist es notwendig, Gerechtigkeit anzustreben. Dies ist die einzige Möglichkeit, den erlittenen Horror zu kompensieren und ihr Leben fortzusetzen. Linda wiederholt beharrlich, wie alt sie zu dem Zeitpunkt der Entführung war, als wolle sie alle überzeugen, dass sie zu jung für das gewesen sei, was sie durchmachen musste. Doch sie beantwortet hart jede Frage, die ihr gestellt wird, als eine Person, die nicht vergessen möchte, was ihr wichtig ist. Nach mehr als 20 Jahren will sie ihren Kampf immer noch nicht aufgeben. Sie führt ihn mit der gleichen Entschlossenheit wie zuvor. Linda strebt Gerechtigkeit an und tut dies für alle Frauen, die Opfer jeder Form von Gewalt geworden sind. Mit ihrem Kampf will sie erreichen, dass niemand mehr in die Hölle gelangt, in der sie einmal war. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video.